An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, es ist wieder soweit. Es ist am Donnerstag eine Gamble-SPC gekommen. Eine 3x85 plus SPC. Eigentlich wollte ich heute das Video bringen, dass verschiedene Kampagnen-Wundertüten mein Team bestimmen. Das werden wir wahrscheinlich auf morgen verlegen. Aber heute wollen wir uns natürlich mit den 3x85 Plusern nochmal beschäftigen. Denn ihr habt jetzt so die letzte große Möglichkeit. Natürlich. Fantasies zu ziehen, World to the Finals zu ziehen und so weiter und so fort, weil bis jetzt ist ja morgen kein Event angesagt oder per Ladescreen irgendwie aufgezeigt worden. Deswegen, jetzt ist nochmal was in den Packs, deswegen, Abfall ist angesagt, gehen wir direkt mal rein. Ich habe euch auch alles Wichtige nochmal als Information ganz am Anfang des Videos mit angesagt, was ihr unbedingt machen solltet. Bleibt auf jeden Fall dran, vergesst nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr es gemacht, was habt ihr gezogen, hebt ihr die Packs fürs Tots auf oder und lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne noch ein kostenloses Abonnement. Wir haben die 290.000 Abonnenten geknackt, deswegen geht ein ganz, ganz dicker Kuss an euch raus. Vielen, vielen Dank, vielleicht bist du jetzt einer derjenigen, der sagt, hey, ich würde Ihnen gerne ein Abo dalassen, unter den ersten 300.000 sein, ich würde mich freuen, Liebe geht raus und damit starten wir rein ins Video, let's go. Okay, Boys and Girls, es ist soweit. Und zwar, die 3x85 Plus Packs sind rausgekommen. Was ihr jetzt unbedingt machen müsst, falls ihr das noch nicht getan habt, geht jeden einzelnen Inform in eurem Club durch, die tradable sind. Die Informs sind so in die Höhe geschossen, die waren auf 27.000 Münzen. Wenn ihr wirklich durch die Dreier-Informs setzt, durch irgendwas anderes tradable Informs im Verein habt, bitte verkauft sie unbedingt. Die Informs waren dieses Jahr, glaube ich, schon nie so hoch, gerade die Abschluss-Informs. Rein in die Olga, 3x85 Plus Food Fantasies. Road to the Finals, es ist alles Mögliche zu ziehen. Wir gehen rein, trotzdem, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Abfahrt ist angesagt und rein da. Wir wollen viele Special-Karten sehen. Info-Walkout, immer big. 90er Navas, das ist ein guter Start, mein Lieber. Gerade wer auch Mbappé-SPC machen will, das sind natürlich solche SPCs absolut insane. Ein Verratti noch und ein Aubameyang. Ich sag's mal so, ich wäre zufrieden bei einem Kostenpunkt der SPC von, wenn wir jetzt mal ganz kurz nachgucken, ich glaube, 84er Team, ein Inform, angeblich 50.000. Ich gehe ungefähr trotz alledem von 60.000 aus, weil die Informs erst so teuer geworden sind. Wenn ihr die Untrade im Verein habt, umso besser. Drei Walkouts kann man schon halbwegs zufrieden sein. Am besten aber mindestens alles über 87. Ne? Rein da. Übrigens vergessen habe zu sagen, bei diesen Karten oder bei diesen Packs, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich habe schon wieder vergessen. Mann, ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Oh Mann, ich habe keine Ahnung mehr. Okay, 2,86er, 1,85er. Belastend. Das ist nicht gut. Belastend. Hä, was wollte ich gerade sagen? Kennt ihr das? Ihr wollt was sagen und es direkt wieder weg? Ach, kotzig. Und wieder kein 88 plus Walkout. Könnte Laporte sein. Ich glaube, das waren zwei, die echt nicht gut waren. So wenig wie möglich 85er ist das Wichtigste. Schade. Die waren nicht nice. Schade. Ich weiß echt nicht. Ich bin gerade überfragt, was ich sagen wollte. Ich habe keine Ahnung mehr, Männers. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin absolut lost gerade. Aber ja, nützt alles nichts. Im Alter ist das immer schwierig mit fast 30. Wir gehen rein ins Vierte. Okay, das war bodenlos, Chat. Dass wir nach vier schon einen reinen 85er-Pick sehen. Ganz schwierig. Um euch ganz kurz nochmal aufzuklären. Preis aktuell, 85er bei 7,5, 86er bei 12,5, 87er bei 17,5, 88er bei knapp 25,5 bis 86, bis 26, 89er bei 39k, 90er bei 56k, 91er bei 72k und Leber mit 92 bei 91k, damit ihr da Bescheid wisst. Okay, machen wir weiter mit Pack Nummer 5. Wann kommen die ersten Special-Karten? Die Food Fantasies, die wir sehen wollen. Wieder nicht gut. Ruben Diaz, zumindest ein 87er. Boah, die müssen besser werden, Männers. Die müssen besser werden. Ich will nicht, dass wir hier ausgebeutet werden für den Preis. Die Jungs geben ja alles. Die Jungs wollen hier nochmal den letzten Food Fantasy die sich snacken, bevor die heute aus den Packs gehen. Beziehungsweise so morgen, ne? Im Livestream. Come on, ey. Dann sei doch auch mal gönnerhaft unterwegs. Ja, Info-Walkout schon mal pick. Wieder ein 90er Navas, auch sehr stark. Ja, nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Der 90er Navas liegt bei 59k, also du bist mit der Karte schon alleine im Plus. Ja, das ist halt sehr, sehr nice. Und das Schöne ist halt, du kannst diese SPC unfassbar gut ercraften mit den 81 Plus Picks. Und das ist halt unfassbar insane. Ja, du holst aus dieser SPC knapp 100.000 Münzen raus. 110k sogar. Insane, stark, GG. Beste Pack bis jetzt. Okay, Michi, unser Mod.
Nummer 7 und Nummer 8. Er startet mit einem 88-Pluser rein mit Suarez. 27k. Passt jetzt, hat Luft. Du brauchst jetzt mindestens nochmal so eine Karte. Zwei Spieler im gleichen Wert, dann bist du im Plus. Komm schon. Gönn EA. Ich weiß nicht, ob die Food Fantasy-Karten vorher angezeigt werden, ne? Okay, das ist bodenlos. Karte. Jetzt wollen wir wieder Food Fantasy Nummer 1 sehen, im 8. Komm schon. Das ist Benzema, oder? Gut. Benzema nice. 40k. Auf den Nacken. 10k holst du sowieso raus mit dieser SPC. Und es lädt. Wario Moreno, 3 Walkouts. Immerhin. Jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Man kann die SPC sogar zweimal machen. Wenn ich es nicht schon gesagt habe. Ich weiß es nicht. Come on. Nummer 9 und Nummer 10. Food Fantasy, wir wollen dich sehen. Erstes Pack, kein 88-Pluser. Gute alte Mauler. Dahinter, bitte keine 85er, yay. Yeah. Straße, 85, 86, 87, okay. Komm schon. Also, wir sind das bei 10 Stück, dass wir da noch kein Food Fantasy gesehen haben. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Groß? Ja. 88 plus, ist okay. 88 plus, geht immer klar. Und dahinter? Atal! Okay, die Food Fantasy können dahinter sein. Let's go! Dickes GG, unsere erste Food Fantasy im 10. Pick. Let's go! Dickes GG, mein Lieber. Nummer 11 und Nummer 12. Jetzt aber. Info Walker. Bam, bam, bam. Niederlande. Stürmer Bergwijn. Ja? 90 Tempo. Weiß ich, ob den überhaupt mal jemand irgendwann spielt. Weil die Team of the Weeks, weiß ich, wer überhaupt noch Team of the Weeks mittlerweile spielt. Schade. Dahinter noch ein Modric und ein Coman. Ist okay. Es ist okay. Solide. Ich sage es mal ein solides Pack. Ja. Und Nummer 2 bei dir. Nächster Food Fantasy. Komm schon. Ich würde hart gönnen. Ich würde ganz, ganz hart gönnen. So wie jedem von euch. 88 plus. Erling. Haaland. Rein da. Sehr cool. Nehmen wir mit. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ein Pack sehen mit 3 Special-Karten noch drin. Das wäre halt auch mal richtig nice. Moreno und Hazard. Also ich glaube, 2 Packs, die auf jeden Fall solide waren, aber auch natürlich besser gehen. Twitch Prime ist kostenlos. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Ja, so sieht es nämlich aus. Damit gehen wir rein in den 13. Sterling ist am Start. Ja, es läuft langsam. Es läuft langsam. Komm schon. Dahinter, gib uns den Food Fantasy. Food Fantasy. Oh, aua. Was? Holy moly. Was für ein Pack-Chat! Was für ein Pack-Chat! Der drittbeste! Dickes GG, mein Lieber! Heim in den Chat! Die Food Fantasy sind back! Und damit sage ich doch, Twitch Prime ist kostenlos. Ja? Wenn man sowas sagt, dann wären die Packs auch gut. Ich sage euch, wie es ist. Komm schon! Nummer 2. Da kriegt er mal einen Info-Workout. Ah, den kennen wir schon. Nee, den kennen wir noch. Den haben wir noch nicht gesehen, ne, Ottavio? Außer vielleicht auf der RTG, maybe. Man weiß es nicht. Werdet ihr noch sehen. Und dahinter. Bamba, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Was ist das für ein EA-Account? Ich sag doch, Twitch Prime ist kostenlos. Geisteskrank. Geisteskrank. Nummer 15 und 16. Wir gehen wieder rein mit dem Info. Mit keinem Info-Workout. Sondern mit einem Lori. Wer ist dahinter? Gib uns wieder Food Fantasies. Komm. Yay, mach das auf. Ah, 2 Walkouts. Ist okay. Nummer 16. Geht die Tür wieder auf. Info-Walkout. Der gute alte Ottavio. Den nehmen wir mit. Wer ist dahinter? Komm schon, komm schon, komm schon. Und ein Harry Kane. Gut. Sehr gut. GG. Ja, come on. Nummer 17 mit Suarez. Ist gut. Ist gut. Let's go. Dahinter jetzt. Ich sehe dahinter noch den 87 und den Food Fantasy. Ne? Gar kein Problem. 2-6-Satze ist fast das gleiche. Auch er hat wieder 2. Wir gehen rein mit dem Info-Workout. Der Ottavio, guter Mann. Guter Mann, Ottavio. Nehmen wir mit. Ist halt gut für Mbappé oder halt auch für die 85-Plusers, ne? Oder für andere Gamble-SBCs. Cechny und Cavani noch dahinter. Eine gute alte Straße. Man kennt sie. Und Nummer 19.
Es wird wieder ein Workout. Kein 88 plus. Sancho. Schöner Mann. Sancho. Come back to Dortmund. Der Perfectling ist nur da mit Reggie Rashford. Aber vom Rating ja nicht gut. Schade. Nummer 20. Ja, also ich glaube, den werden wir heute ganz, oft sehen, habe ich so das Gefühl. Schwierig. Aber ein großer Busquets. Ja, ist okay. Sehr gut. Na, sehr gut nicht. Es ist so solide. Eine gute 2, sagen wir mal. Eine gute 2. Und dazu gehen wir jetzt noch mit einer 1 plus mit Sternchen raus. 3 Foot Fantasies. Dembele. Oder auch mit einer 6 minus. Wir gehen rein. Nummer 22. Kein 88 Pluser. Soll nichts heißen, ne? Die Food Fantasies, Jungs. 3 Spanier, Männers. Pedro ist okay. Es ist okay. Der sieht gut aus. Chichi. Pass auf. Ich zieh sie nochmal raus. Info-Workout, Ottavio. Oh mein Gott, ich war gerade geschockt. Gibt's denn Messi? Aber die Maria ist gut. Ich zieh sie raus. Oh! Da ist das Ding. 3 Special-Karten in einem. Let's go! Hilfe! Wie ich sie rausgezogen habe. Habt ihr das gesehen? Stock. Nummer 24. Wir gehen rein mit Mbappé. Ach nee, es ist ja kein 88 Plus gewesen. Schade, Chris. Perfekt. Das war's komplett. Schade. Und das sind die nächsten beiden Food Fantasy Eskalation. Komm nur. Weiter geht's. Nummer 2 bei ihm. Wir wissen's. Dahinter. Da kann's knallen. Bitte, yay. Komm schon. Schade, schade, Marmelade. Nummer 26. Ich darf zum ersten Mal öffnen. Finger des Vertrauens. Und los. Komm schon. Gönne. Ah, De Jong, dahinter. Komm, gönne bitte, yay. Oh, ich zieh die wieder, schade. Immer wenn ich ziehe, kommt irgendwie nichts, oder? Come on, Nummer 27. Info-Workout. Frankreich, ZDM, Tchouaméni. Sogar spielbar. Vielleicht... Suarez und Barrero. Sehr, sehr stark. Nimmst du mit, mein Lieber. Chichi. Nummer 28 und 29. Come on, wir gehen mit Di Maria, den wir zum zweiten Mal sehen, rein. Erst guter, sehr, sehr guter Start. Dahinter komm, bitte. 3 Special Karten again. Luke Shaw und Vertonghen. Sehr, sehr geil. Es sieht so gut aus, wenn 3 Special Karten da drin sind, ey. Sehr nice. Und wieder 88 plus bei ihm im zweiten. Kane mit 90. Kann man machen. Auch das könnte nochmal ordentlich knallen. Hallo, yay. 30. Und danach kommt der 31er. Wir hoffen, dass es kein 31er wird, das nächste Pack. Erstmal Dybala. Positiv. Denken. Schade. Bitte kein 31er im 31. Pack. Bitte, yay. Oh, La Caca. Oder Lukaku. Ja. Lukaku und dahinter 2 Workouts noch, aber keine Special Card. Schade. Atomi bei manchen geisteskrank, bei manchen bodenlos. Es ist okay. Ist halt ein Futterpack, ne? Weiter geht die wilde Fahrt und wir sehen wieder 90er Navas. Zum dritten Mal. Mit dem bist du halt schon im Plus, egal was dahinter ist, ne? Du hast jetzt schon Plus gemacht. Ein Chiellini und ein Ruben Dias nimmst du da mal extra mit. Bist du fein mit, sehr stark. Nummer 33 und 34. Und Abfahrt mit Toni Kroos. Sehr guter Start. Alles, was mit allen Flammen zu tun hat, ist immer sehr akzeptabel. Und die Straße mit 86, 87, 88 haben wir auch noch mit am Start. Let's go. Komm schon. Ah!
Das zweite war nicht gut bei ihm. Das zweite war nicht gut, aber 386er, immerhin. Ja, aber kommst halt trotzdem auf Plus bei diesem Pack, schade. Nummer 35. Hummels. Und so ein Pack will man nicht sehen. Direkt weiter. Positiv denken, das zweite wird besser. Let's go. Nummer 36. Ach, come on, ey. Das kann doch nicht sein. Tschechny, wenigstens 87. Gib ihm Food Fantasy dahinter. Bitte, yay. Schade. Keine guten Packs bei ihm. Bitte, 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 yay. Jetzt kannst du aber auch mal wieder loslegen hier. Mit dem Food Fantasy. Müller. Mal wieder. Ah, gib uns was Gutes. Merino, sag ich doch. Endlich mal wieder der nächste Food Fantasy. Immerhin. Nummer 38. Info Walkout ist zumindest schon mal am Start. Wir ziehen wieder mal die Maria auch. Er zum dritten Mal schon. Ein super, super, super geiles SBC-Rating-Futter. SBC-Futter. Ja. Der erste Chat. Auch der ist trotz alledem wahrscheinlich immer noch SBC-Futter mittlerweile, aber egal. In Ronaldo First Owner. Ziehst du nicht so oft. Und wieder Info-Workout. Wieder die Maria. Das war's komplett. Einmal Back-to-Back. Einmal Back-to-Back, den die Maria am Start. Hilfe. Mal gucken. Dahinter nochmal Ronaldo. Nee, aber Varane. Und Vertonghen. Stark. Zwei überragende Packs bei dir. GG. Wir sind halt jetzt fast beim Ende angekommen. Wir sind jetzt schon bei Nummer 40. Das ist Handanovic. Gefühlt der erste, den wir ja gefühlt sehen, ne? Und Siri. Zwei Torhüter. Und ein Kennedy. Ein komplettes reines Serie A 86er Pack. So auch noch nicht gesehen, ne? Komm schon. Er kriegt einen Arum Diaz. Dahinter. Bitte, bitte, bitte. Food Fantasy? Nein. 42 und 43. Wir gehen rein in die Olga mit dem Czechny. Leider nicht Lewandowski, den wir heute noch gar nicht gesehen haben. Genauso Messi haben wir noch nicht gesehen und Mbappé und Neymar auch noch nicht. Ja, obwohl die halt fast SBC-Futter sind. Und Sirigu als Duplikat, den wird er wahrscheinlich auch untrade haben. Schade. Er stößt ihn ab, holt ihn sich vielleicht wieder. Wenn nicht, gut, 86er ist jetzt auch nicht so die Welt, sind wir ehrlich. Aber dafür kriegst du jetzt was Gutes. Ne? Also das müsste dann. Hey, das müsste aber dann drei Food Fantasies hintereinander sein, wenn der angezeigt wird. Oder das müsste auch drei Food Fantasies hintereinander sein, Chat. Weil ja Goldwalkouts eh angezeigt werden, ne? Ach nee, 85er gibt's ja auch noch. Ach nee. Ich war jetzt so überzeugt von. Belastend. 44, die letzte Schnapszahl sozusagen, ne? Die müsst ihr eigentlich immer gönnen, bei mir zumindest. Ja, Otavio ist am Start. Und dahinter werden wir vielleicht drei Special-Karten sehen. Nein, schade. Das kann jetzt im zweiten nur noch besser werden, ne? Und damit im 45. Ne? Ich drück die Daumen. So, drück ich die Daumen. Oh, und ein Man of the Match. Gündogan. Das ist der erste, den wir sogar sehen. Ist halt dann auch Glück, wenn du nach 45 der ersten Man of the Match hast. Und einen Navas und einen Dybala. Super, super Pack, GG. Matthias, ob du dir das gut überlegt hast, ist die andere Frage. Info Walkout. Ja, Otavio, kennen wir. Skippen wir direkt. Und Dybala und Chiellini. Mal gucken. Ich mach's jetzt mit der Nase. Ich mach's mit der Nase, Matthias. Nur für dich. Nur für dich. Gönne. Bitte, bitte, bitte. 88 plus. Harry Kane ist okay. Ist okay. Und. Ah, so lala. Ne, so lala würde ich einschätzen. Wir kommen zu den letzten drei Packs im Video. Wir fangen an mit dem 88er. Groß ist am Start. Okay. Gute Hoffnungen, dass jetzt dahinter noch was ist. Hab ich. Weil ich bin ein positiver Mensch. Ich denke positiv. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Geil wäre es halt natürlich, wenn hier auch noch Icons drin wären. Das wäre an der Swill-Chat. Stellt euch das mal vor. Hier wären noch Icons drin. Hilfe. Das wäre so krass. Vorletztes Pack aber.
Bitte, 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 bitte. Wieder Walkout, mach es. 86er ist halt kein gutes Zeichen, ne? Aber wenigstens auch ein Food Fantasy mit Bertonk, aber den hast du wahrscheinlich schon. Schade. Okay, wir gehen rein in den letzten 3x85 plus Pack in das letzte. So rum, ja. Wir gehen rein mit Bergrain nochmal als letzten. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 50k kann man die SPC auf jeden Fall machen, ja. Dass man hier erwartet, dass man hier durchgängig Food Fantasy zieht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Man kann die Packs natürlich auch aufheben für ein Event, was ihr persönlich noch cooler findet. Meinetwegen auch bis zum Trotz, das ist halt eure Sache. Aber ich persönlich muss sagen, wir haben sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten echt coole Packs drin. Klar, ein paar bodenlose, die gehören aber immer dazu. Ne? Am Ende muss man ja auch wieder sagen, am Ende gewinnt sowieso immer die Bank. Ja, und das ist hier EA. Trotz alledem, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr hattet. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss.